Willkommen bei Windows Power D und einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr den Turbo zündet und Windows 10 um einiges schneller macht. Nach dem Intro geht es wie immer gleich los. Also heute geht es darum, Windows um einiges schneller zu machen. Und bevor wir das machen, gleich vorweg: Alle Anleitungen, die wir hier zeigen, sind natürlich auf eigene Gefahr zu machen. Wir übernehmen keine Haftung, sollte euer System nicht mehr so funktionieren, wie es sollte. Aber wir gehen auf Nummer sicher und werden hier heute einen Wiederherstellungspunkt erstellen. Sprich, falls euer System crasht, damit ihr das System wiederherstellen könnt zu dem jetzigen Zeitpunkt, damit das Ganze wieder rückgängig gemacht wird. Also, wir sind hier auf dieser Webseite. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und da gibt es nämlich ein super tolles Skript, mit dem ihr das Ganze alles machen könnt. So, da gibt es schon einige Anleitungen natürlich auf Englisch, aber wir wollen das Ganze auf Deutsch machen. Und ihr seht hier, was ihr alles machen könnt. Das heißt, ihr könnt hier so ziemlich alles deinstallieren, was nur geht, was man eigentlich nicht deinstallieren könnte. Aber dazu später. Wichtig ist für uns, welche Version wird hier unterstützt, also die Version 2.004, das Mai-Update, die 19.09-Version, die 19.03 und sogar die Enterprise-Version. Wenn ihr nicht wisst, welche Version ihr habt, dann könnt ihr das natürlich hier in den Einstellungen sehen, bei System und Info seht ihr, welche Version ihr habt. 20H2 sehe ich hier bei mir. Das heißt, meine Version wird hier auch unterstützt. Genauso. Und wir legen mal los. Das heißt, wir scrollen hier mal zu den Download, damit ihr seht, wo ihr das Ganze jetzt herunterladen könnt. So, ihr müsst hier auf Usage und dann Up-to-Date-Version klicken. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr hier die Version, was ihr habt, und dann müsst ihr hier draufklicken. Also Windows 10 2004 Version hier draufklicken, die 1903, 1909 hier draufklicken. Ich klicke mal hier drauf. So, jetzt seht ihr mal hier den ganzen Skript, wie das Ganze hier ausschaut, dieser Skript. Ja. So würde das Ganze jetzt aussehen im Editor, dieser Skript, aber das brauchen wir alles nicht natürlich. Wir laden jetzt mal das runter, hier draufklicken, und der Download hat schon begonnen, wie ihr seht. Ist ein ziemlich kleines File. So, wir wechseln auf den Desktop und kopieren uns die Datei hier mal auf den Desktop. Die Datei ist auf den Desktop, Rechtsklick, hier entpacken. So, jetzt kann ich das löschen. Und das ist unser Ordner, den wir heruntergeladen haben. Den machen wir jetzt mal auf. Und da sehen wir jetzt verschiedene Punkte. Images brauchen wir nicht, das sind nur Screenshots. Die Syspinexe brauchen wir auch nicht. Was wir hier als erstes brauchen, ist die Start.cmd-Exe. Rechtsklick, als Administrator ausführen. So, also, jetzt geht's los. Ich werde das Ganze jetzt mal für euch größer machen und zoomen natürlich. Das erste, was wir hier machen müssen, ist ein Restore Point, also einen Wiederherstellungspunkt erstellen. Mit C erstellen wir einen, mit D erstellen wir keinen, mit S überspringen wir das Ganze. Wir wollen aber einen erstellen, das heißt C, Enter. So, es dauert ein bisschen natürlich. Der nächste Punkt ist Default Windows Mode. Jetzt könnt ihr ändern, wollt ihr den Dark Mode,
den Helm-Mode oder überspringen. Ich habe hier den Dark-Mode, das seht ihr hier, dass hier alles schwarz ist. Oder wenn ihr das schon habt, könnt ihr auf den Helm-Mode überspringen, auf Light-Mode. Ich mache mal L und Enter. So. Der Team-Color, genau dasselbe, muss ich nochmal bestätigen mit L. So, ihr seht, automatisch ist alles hell geworden hier. Und gleich kommt der nächste Punkt. Also ihr habt hier mehrere Menüpunkte und wir gehen mit euch das hier durch. So, was können wir hier alles deinstallieren? Ihr habt zum Beispiel den App Step Recorder, das haben wir auch schon gezeigt. Das heißt, damit könnt ihr aufnehmen, falls ihr ein Problem habt, könnt ihr aufnehmen und das euren Bekannten schicken. Dann haben wir den Browse Internet Explorer, können wir HelloFace, MS Paint, Notepad, PowerShell, WordPad. Das könnt ihr hier alles anklicken und alles deinstallieren. Sogar den Windows Player, den brauche ich aber noch. Das könnt ihr wirklich alles deinstallieren. Aber WordPad brauche ich zum Beispiel nicht. Oder Print, Fax, Scan brauche ich theoretisch auch nicht. Aber ich lasse mal und auf Uninstall. So, oben seht ihr die Erfolgsbalken. Jetzt wird das Ganze deinstalliert. Wie gesagt, wir haben hier natürlich einen Wiederherstellungspunkt erstellt. So, gleichzeitig werden hier die Hintergrund-Apps angezeigt. So, das mache ich wieder zu. Also, nächste. Your Drives C und D. Also, type the drive letter and the root of which the desktop folder will be created. Also, ihr könnt jetzt hier natürlich einen Desktop-Folder, einen Desktop-Ordner erstellen. So, das möchte ich aber nicht. Enter. Enter to skip. Da kommen natürlich jetzt alles Desktop-Dokuments, Downloads, Music, Enter, Pictures, Enter, Videos. So. Ich habe das alles jetzt übersprungen. Was kommt der nächste Punkt? Start Menu Tiles. To unpin all the Start Menu Tiles, enter the required letter. Was ist damit gemeint? Ich kann hier, wenn ich auf Start klicke, das alles deinstallieren. Ja, das heißt, mit nur einem Klick wäre das dann alles weg. Also unpin mit U, S mit Skip. Ja, also möchte ich nicht, deswegen S wie Skip. So, ich habe das jetzt übersprungen. Und der nächste Punkt ist hier, also ihr seht hier gleich nochmal, könnt das Ganze jetzt hier auf die Programme genauso, aber ich gehe auf Abbrechen. Und das nächste, was wir deinstallieren können, Xing, Xang, Xing, was das auch immer ist, Microsoft People, Solitär können wir, das werde ich auch deinstallieren, Bing Wetter, falls ihr das nicht verwendet, Print 3D, das lasse ich. Das lasse ich. So, und das werde ich auch deinstallieren. Also ihr seht, was ihr hier wirklich alles deinstallieren könnt. So, uninstall. Jetzt wird das Ganze deinstalliert. Es dauert natürlich, je nachdem, wie schnell euer Rechner ist, aber ihr befreit dadurch den PC von diesem unnötigen Ballast. So, gleich haben wir das Ganze geschafft. So, und jetzt Graphics Performance Preference. To add an app for which the graphics performance prefer will be set to high performance, enter the graphic file letter. Also, hier geht es natürlich um die Grafik. Das heißt, ihr könnt hier eine App hinzufügen, welche das unterstützt und welche das natürlich ausführen soll. Das kann eine App sein, wie ein Spiel zum Beispiel. Habe ich aber nicht, deswegen S wie Skip, ansonsten A wie Add. Also S und Enter.
So, Control Folder Access. To turn on Controlled Folder Access and add protected folder, enter the required field letter. Also, ihr könnt ihr hier die über geschützte Ordner könnt ihr hier den Zugriff steuern. Oder ihr könnt hier zusätzlich geschützte Ordner hinzufügen. Mit A könnt ihr das machen, dann gelangt ihr zu dem oder in den Explorer und dann könnt ihr einen Ordner hinzufügen. Mit S überspringt ihr das. Brauche ich nicht. Ich wollte ja nur die Sachen deinstallieren, also S wie Skip. Dann der Defender sogar, also sogar mit dem Defender könnt ihr was machen. Ihr könnt jetzt hier Ordner für den Defender bestimmen, wonach er nicht sucht. Also irgendeinen Ordner, den er ausschließen soll. Mit E kommt ihr dorthin, mit S Skip. So. Das Ganze natürlich nochmal. So, und jetzt war es das eigentlich schon fertig. Ich habe hier natürlich so wenig wie möglich gemacht. Mit Exit komme ich hier wieder raus. So, das war natürlich jetzt ein grober Überblick, was ihr hier alles machen könnt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet bitte ausschließlich unser Windows Power Forum und nicht YouTube hier, sonst geht das Ganze über. Wir haben da keinen Überblick mehr. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Natürlich mit einem Daumen nach oben zeigt ihr uns, dass euch das Video gefallen hat. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, dass wir einen Systemwiederherstellungspunkt erstellt haben, sollte euer System beleidigt sein und nicht mehr starten. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zusehen, euer windowspower.de-Team.